Wenn es die Bürger von Schilder, also die Schildbürger, bisher nicht gegeben hätte, jetzt sind sie voll da. Operationsgehilfen, die bisher nach ihrer Ausbildung beim Bundesheer ihre Tätigkeit zur vollen Zufriedenheit ausgeübt haben, dürfen jetzt nicht mehr. Zwar ist es so, dass es viele gegeben haben, die im Rahmen ihrer Bundesheerausbildung den OB-Gehilfen gemacht haben, aber sie müssten, um eine Anerkennung zu haben, einen Stempel von der Landesregierung vorweisen. Und es gibt natürlich einige Mitarbeiter in unseren Krankenhäusern, die das versäumt haben, auf der einen Seite aber auch nicht informiert waren, dass ohne diesen Stempel ab 2013 der Beruf nicht mehr gültig ist. Stempel, das klingt ja alles nach Bürokratie in der Monarchie. Ja, so sehe ich es auch. So würde ich es auch beschreiben, weil da handelt es sich um Mitarbeiter, die seit 20 Jahren im Beruf tätig sind, die extrem viele Erfahrung haben, die ihre Arbeit bis heute gut gemacht haben. Und das Einzige, was ihnen derzeit fehlt, ist der Stempel und damit die Berufsberechtigung. Und wie lange dauert dann diese sogenannte Zusatzausbildung oder Neuausbildung? Also alle jene, die 2013 noch eine Möglichkeit gehabt haben, in eine OB-Ausbildung zu gehen, die müssen derzeit 160 Stunden machen. Ab 2014 gibt es diese Ausbildung nicht mehr und die neue wird dann 1100 Stunden umfassen. Also eine relativ hohe Anzahl an Ausbildungsstunden. Aber die Betroffenen werden inzwischen finanziell versorgt. Das heißt, sie kriegen entweder Arbeitslose oder einen anderen Zuschuss. Sie sind sozial abgesichert? Also derzeit von denen, die in meinem Verantwortungsbereich sind, die sind im normalen Beschäftigungsverhältnis und werden von der KGS bezahlt. Wie sehr beeinträchtigt diese Situation den Ablauf eines Krankenhauses? Momentan haben wir eine ganz groteske Situation. Wir brauchen im OP eine OP-Ausbildung. Als OB-Assistent. Wir brauchen in den Ambulanzen Pflegehelferausbildungen für diese Assistenzleistung, aber wir brauchen, um den Gips durchzuführen, auch noch eine Gipsausbildung. Was wurde von Seiten der Krankenanstalten dagegen unternommen? Wir haben über unseren Dienstgeber alle Wege beschritten. Es ist auch an die Landesregierung, an die Frau Magister Erlacher, das Ersuchen herangegangen, das nachzubestätigen. Es ist, was ich weiß, auch mit dem Ministerium Kontakt aufgenommen worden. Aber man sieht dort keine Möglichkeit, diese eine Nachfrist zu gewähren. Es fehlt also nur ein Stempel. Dies fällt ja bereits in den Veterinärbereich. Es wird der Amtsschimmel.